أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister. Ich freue mich heute, euch begrüßen zu dürfen zu unserem vierten Vortrag inshallah ta'ala unserer Reihe Die Reise ins Jenseits. Und wir hatten in der letzten Woche über den Barzach gesprochen gehabt. Insbesondere haben wir über die ersten Momente innerhalb des Barzach gesprochen gehabt. Und zwar die Zwischenstufe zwischen Al-Hayati Dunya, dem diesseitigen Leben, und Yawm al-Qiyamah, dem Tag der Auferstehung. Und wir haben aufgezeigt gehabt, wie der Mensch dann im Grab empfangen wird von zwei Engeln, Munkar und Nakir, und dem Menschen daraufhin drei Fragen gestellt werden. Wer ist dein Herr? Was ist deine Religion? Und wer ist dein Prophet? Und wir haben auch aufgezeigt, wie die Menschen dann darauf reagieren werden. Der Mu'min, den Allah subhanahu wa ta'ala festigt, wird eine klare und deutliche Antwort geben können. Derjenige, der danach nicht gelebt hat, oder der Kafir, auch der Muslim, der danach nicht gelebt hat, der wird jedoch nicht antworten können. Und er wird nur sagen, ich habe gehört, wie die Menschen gesagt haben. Oder er wird sagen, woraufhin dann die Engel ihm aufzeigen werden, dass er die Prüfung nicht bestanden hat und daraufhin er einen Schlag bekommt auf seinen Kopf. Und dieser Schlag, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ist so stark, dass wenn ein Berg von diesem Schlag getroffen worden wäre, er zu Staub werden würde. Allahu Akbar. Und er wird, wie es dann in diesem Hadith unter anderem heißt, das hatten wir letztes Mal nicht zitiert gehabt, فَيَضْرِبُهُ حَتَّى يَصِيرَ بِهَا تُرَابًا. Er wird geschlagen, bis er dadurch zu Staub wird. Natürlich muss man das wahrscheinlich im übertragenen Sinne verstehen. Warum? Weil der Körper ja schon tot ist und der Körper ja auch nicht sofort verwest. Also es muss in irgendeiner Weise in einem übertragenen Sinne gemeint sein oder in einer anderen Dimension. ثُمَّ يُعِيدُهُ كَمَا كَانَ. Daraufhin lässt er ihn wieder so sein, wie er war. فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أُخْرَى. Und er wird ein weiteres Mal geschlagen. فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ. Woraufhin er dann einen Schrei von sich geben wird, den alle Geschöpfe hören werden, außer den Menschen und den Dschinn. Sie können das nicht hören, subhanallah. Es ist wie, muss man sich vorstellen, irgendwelche Wellen, die wir als Menschen nicht wahrnehmen können. Ja? Sie sind zwar vorhanden, es gibt Tiere, es gibt Geschöpfe, die sie hören können, wir können sie aber nicht wahrnehmen. Und dann kommt genau das, was wir auch letztes Mal erwähnt hatten. ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ النَّارِ وَيُمَهَّدُ لَهُ مِنْ فُرُشِ النَّارِ. Woraufhin ihm dann, nachdem er zunächst erst einmal aber ein Tor zum Paradies geöffnet bekommt, und ihm gesagt wird, das hättest du bekommen, wenn du geglaubt hättest, wenn du gut gehandelt hättest, ihm daraufhin ein Tor zur Hölle geöffnet wird und ihm ein Bett ausgelegt wird aus Feuer. يُفْرَشُ لَهُ مِنَ النَّارِ. Mit anderen Worten, sein Grab wird dann voller Feuer sein, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und wir wollen uns heute insha'Allah ta'ala mit einigen wichtigen Fragen beschäftigen. Einmal, was sind eigentlich die Dinge, welche dem Menschen dieser Strafe aussetzen, auch wenn es Muslime sind?
Da gibt es einige Überlieferungen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns aufgezeigt hat, dass Menschen aufgrund bestimmter Sünden, die eigentlich sogar klein gewesen sind, im Grab bestraft werden. Und wir versuchen als Muslime natürlich uns davor zu schützen und das nicht zu tun, damit wir inshallah ta'ala auch vor der Strafe im Grab befreit sind und geschützt sind. Ebenfalls gibt es einige Personengruppen, welche von der Strafe im Grab ausgeschlossen sein werden. Mit dem wollen wir uns auch heute kurz beschäftigen, inshallah ta'ala. Und dann kommen wir zu einigen anderen wichtigen Fragen. Weil wir befinden uns ja immer noch wo? Im Barzach, in dieser Zwischendimension. Und zwar, wo befinden sich eigentlich ganz konkret die Seelen? Wir haben es schon kurz erwähnt gehabt, aber wir werden heute etwas genauer darauf eingehen. Die Seelen der Propheten, die Seelen der Märtyrer etc. Und dann noch eine andere wichtige Frage. Und zwar, verstehen eigentlich die Toten das, was die Lebendigen sagen? Das heißt, können die Toten die Lebendigen hören oder können sie sie nicht hören? Das ist ebenfalls eine Frage, auf die wir versuchen werden, heute einzugehen, wenn die Zeit ausreichen sollte, inshallah ta'ala. Beginnen wir zunächst erst einmal jetzt mit dem ersten Punkt. Und zwar, welche Sünden führen zu der Strafe im Grab? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in einigen Situationen uns berichtet, dass Menschen bestraft wurden aufgrund bestimmter Taten, die sie begangen hatten. Kommen wir inshallah zum ersten Hadith. Den hatten wir letztes Mal schon kurz erwähnt gehabt, aber wir gehen jetzt ausführlicher auf ihn ein. Das ist ein Hadith, den wir bei Bukhari und Muslim vorfinden. Und zwar überliefert Abdullah ibn Abbas folgendes. Marra an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala qabrayn. Der Prophet sallallahu alayhi wa sallam kam an zwei Gräbern vorbei. Und er sagte daraufhin, innahuma layu'adhaban وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. Sie werden beide gerade bestraft und sie werden für etwas bestraft, was eigentlich nicht groß ist, also keine große Sünde, keine große Sache. Oder es ist etwas Großes, aber die Menschen sehen es als etwas Geringes, als etwas Kleines an, als eine Nebensächlichkeit. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was es genau war, was sie gemacht haben, wofür sie dann im Grab bestraft werden. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam, amma ahaduhuma fakana yas'a bin namima. Was den einen betrifft, so hat er was gemacht? Er hat danach gestrebt, Namime zu verbreiten. Was ist Namime? Wie übersetze ich Namime ins Deutsche? Was heißt Namime? Das Wort Namime. Was ist das überhaupt? Zwietracht sehen. Dass ich Zwietracht sehe zwischen den Menschen. Und der Prophet sagt sallallahu alaihi wasallam, yas'a bin namima. Das heißt, das war jemand gewesen, der hat versucht, ganz bewusst Zwietracht zwischen Menschen zu sehen. Geh zu dem einen, sag, guck mal, was der über dich gesagt hat. Geh zu dem anderen, sag, hast du nicht gehört, was er über dich gesagt hat? Genau das Gegenteil von dem, was eigentlich Allah ta'ala von uns Muslimen verlangt. Was verlangt denn Allah von uns? Allah verlangt von uns, dass wir versuchen, danach zu streben, die Menschen zusammenzubringen, miteinander zu versöhnen. Und er hat genau das Gegenteil getan. Er hat versucht, die Menschen zu spalten. Allah Ta'ala, was sagt er im Koran? In Surat An-Nisa. La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin. أو معروف أو إصلاح بين الناس. Nichts Gutes liegt in vielen ihren geheimen Gesprächen, außer wenn jemand was tut, die Menschen auffordert zu spenden, also die Menschen zu Gutem auffordert, dass sie halt spenden, wohltätig tätig sind. أو معروف oder etwas Gutes gebieten und dann إصلاح بين الناس oder versuchen, die Menschen miteinander zu versöhnen. Zwei Parteien, die verstritten sind, versuche ich zueinander zu bringen. Das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns gefordert hat. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns aufgezeigt, dass zu den besten Taten, die ich als Mensch tun kann, was gehört? Zwischen zwei Parteien
wieder Frieden zu stiften. Und eine der schlimmsten Taten, die ich verrichten kann, die zu den Kabair gehört, das heißt zu den großen Sünden, ist das Gegenteil davon, nämlich Ifsadu Dhatil Bayn, dass ich versuche, zwei Menschen auseinanderzubringen. Eine ganz schlimme Angelegenheit. Und warum wird genau das im Grab bestraft? Warum nicht Sünden wie beispielsweise das Töten oder das Schlagen eines Menschen? Hier gibt es einen sehr, sehr schönen Tafsir von einem azharitischen Sheikh, der heißt Muhammad al-Sharqawi, ist schon verstorben. Und er hat einige Hadithe aus Sahih al-Bukhari erläutert und hat gesagt, der Grund ist, dass gerade die Namima bestraft wird, ist, weil die Namime nämlich die Vorstufe für das Blutvergießen ist. Wenn ich nämlich Zwietracht zwischen Menschen sehe, was passiert dann? Dann hetze ich diese beiden Menschen gegeneinander auf. Und worin endet das häufig? Im gegenseitigen Kampf. Und genau das ist das, was der Shaitan möchte. Es gibt eine sehr, sehr unglaublich wichtige Überlieferung, die gerade auch die Verheirateten unter uns hören sollten. Und zwar berichtet der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Folgendes. Er sagt, dass der Shaitan, Iblis, seinen Thron auf dem Wasser hat. Und dann kommt ein Shaitan zu ihm und sagt, ich habe heute jemanden dazu gebracht, fällt genau der genaue Wortlaut des Hadiths jetzt nicht ein. Ich glaube, ich habe jemanden dazu gebracht, Zina zu machen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also eine schlimme Sünde. Und er meint, du hast nichts Großes gemacht. Dann kommt ein anderer Shaitan und sagt, ich habe ihn dazu gebracht zu stehlen. Er meint, du hast nichts Großes getan. Und dann kommt ein dritter Shaitan und sagt, ich habe es geschafft, ihn von seiner Ehefrau zu trennen. Und dann belohnt er ihn mit einer Krone. Du hast heute gewonnen. Der Shaitan liebt die Zwietracht, subhanallah. Der Shaitan liebt die Zwietracht. Und leider, wenn es gerade um solche Sachen geht wie Ehestreitigkeiten etc., kommt auch diese Namime verhäuft vor. Dass Leute versuchen, sich einzumischen, falsche Ratschläge zu geben, lass dir das nicht gefallen etc., anstatt zu versuchen, die Menschen miteinander zu versöhnen, machen sie genau das Gegenteil. Und bringen zwei Menschen, die sich eigentlich geliebt haben, die eigentlich gemeinsam eine Familie gründen wollten, auseinander und reißen eine Familie auseinander. Wenn dann noch Kinder mit im Spiel sind, ist es noch schlimmer, weil die Kinder nämlich auch noch darunter leiden. Und deswegen müssen wir aufpassen. Namime ist eine schlimme Sache. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was sagte er? Er sagte, La yadkhulul jannata qattat. Ein Qattat ist ein Namam. Also jemand, der Zwietracht sät, zwischen den Menschen wird das Paradies nicht betreten. La ilaha illallah. Das ist das Erste gewesen. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Wa amma al-akharu fakana la yastatiru min bawlih. Was den anderen betrifft, so hat er sich nach seinem Toilettengang nicht von seinem Urin richtig gereinigt. Er hat sich nicht richtig sauber gemacht nach dem Toilettengang. Und wozu führt das? Das führt dazu, dass sein Gebet nicht akzeptiert wird. Und hier sagt dann dieser Sheikh al-Sharqawi Folgendes. Dieser Hadith zeigt uns, dass im Grab die Dinge bestraft werden, welche die Grundlage sind für entweder die Spaltung unter den Menschen und das Blutvergießen, das erste, wonach du auch am jüngsten Tag befragt wirst, nämlich nach dem Blut, oder wenn es um die Beziehung zu Allah geht, das Gebet. Um deine Beziehung zu Allah. Das sind auch die ersten Dinge, die am jüngsten Tag befragt werden. Das erste, wonach der Mensch befragt wird in seiner Beziehung zu Allah, ist das Gebet. Wenn es gut verrichtet wurde, ist alles andere gut. Wenn es schlecht verrichtet wurde, ist alles andere schlecht. Und in Bezug auf die Menschen, das Erste, wonach Allah dich am jüngsten Tag befragen wird, in Bezug auf die Menschen, ist was? Das Blut. Weil das ist das Schlimmste überhaupt. Und im Grab werden die Vorstufen dafür bestraft, subhanallah. Die Reinheit, damit mein Gebet gültig ist. Shabab oben, ein bisschen leiser bitte. Ein bisschen leiser bitte oben. Sehr laut. Man hört jedes Wort. Wenn ihr spielen wollt, dann bitte in den Räumen.
Barakallahu fikum. Und wenn es um, wie gesagt, das Blutvergießen geht, ist die Vorstufe was? Dass Zwietracht gesät wird zwischen den Menschen. Also, worauf sollte ich achten als Muslim? Ich sollte darauf achten, wenn ich möchte, dass Allah mich schützt vor der Strafe des Grabes, dass ich mich davor hüte, Menschen gegeneinander aufzubringen und versuche sogar genau das Gegenteil zu tun, Menschen zusammenzubringen. Einheit. Und auf der anderen Seite, dass ich alles tue, damit Allah subhanahu wa ta'ala mich akzeptiert in meiner Beziehung zu ihm. Insbesondere, wenn es um was geht? Insbesondere, wenn es um mein Gebet geht. Kommen wir, insha'Allah ta'ala, jetzt zur nächsten Sache, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwähnt hat in Bezug auf Adab al-Qabr, auf die Strafe im Grab. Und was ist das? Und zwar, hört euch mal folgenden Hadith an. Dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dieser Hadith wird überliefert, also, es ist ein authentischer Hadith, ich gucke gerade, wo er überliefert wird, warum steht das hier nicht? Muttafaq alayh, das ist ein Sahih Bukhari und Muslim. Also ein authentischer Hadith, der von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert wird. Und zwar folgendes. Dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam wurde ein Junge geschenkt als Sklave, der ihm helfen sollte, der hieß Mid'am. Der hieß wie? Mid'am. Und eines Tages, als Mid'am für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam sein Kamel vorbereitet hat und satteln wollte, wurde er von einem Pfeil getroffen. Und er ist daraufhin gestorben. Die Leute sagten, Hani an lahul Jannah. Oh, wie gut für ihn. Er wird das Paradies betreten. Glückwunsch, er hat das Paradies bekommen, weil er als Märtyrer gestorben ist. Jetzt antwortet der Prophet sallallahu alaihi wa sallam und sagt, Kalla, keineswegs. والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل علي لتشتعل عليه نارا لا إله إلا الله. Sagte, nein, keineswegs. Bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, die Schemle, Schemle ist, glaube ich, eine Art Seil, ich bin mir nicht ganz sicher jetzt, ist eine Kleinigkeit, die er am Tag von Khaybar, die Schlacht von Khaybar, im 7. Jahr nach der Hijra, an sich genommen hat, von der Ghanime, das heißt von der Kriegsbeute, und sie nicht dann übergeben hat, damit sie verteilt werden kann mit dem Rest der Beute an die Kämpfer und an die Soldaten, dieses Seil, diese Schemle oder das, was er da geklaut hat, das wird in seinem Grab zu Feuer werden. La ilaha illallah. Es wird in seinem Grab zu Feuer werden. Dann sagt der Überlieferer Abu Huraira: "Falamma sami'a dhalika an-nas ja'a rajulun bi shirakin aw shirakayn ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam." Als die Leute das gehört haben, haben sie Angst bekommen. Oh Gott, wegen einem kleinen Seil, ja, werde ich bestraft im Grab, weil ich es einfach von der Kriegsbeute genommen habe. Ich meine, wer würde das denn merken? Keiner würde das merken. Es würde wahrscheinlich auch niemanden stören. Und trotz allem, du hast etwas genommen, was der Öffentlichkeit gehört, was der öffentlichen Hand gehört, was einfach genommen, ohne dass es gerecht verteilt wird. Und als die Leute das gehört haben, kam ein Mann mit einem Schirak. Was ist ein Schirak? Weiß jemand, was ein Schirak ist? Schirak na'lihi ist Schnürsenkel. Oder mit zwei Schnürsenkeln, um es zurückzugeben. Das heißt, er hat es genommen gehabt und wollte es zurückgeben, damit er sich wieder reinigt. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Shirakum min narin au shirakaini min nar. Das ist ein Schnürsenkel aus Feuer oder zwei Schnürsenkel aus Feuer. La ilaha illallah. Was ist ein Schnürsenkel? Was ist heute ein Schnürsenkel wert? Ein paar Cent. Das ist ein Euro sein. Kleinigkeit. Man würde sagen, es ist ein Bagatelle, nichts Besonderes. Und trotz alledem sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, obwohl er als Märtyrer gestorben ist, das wird ihm nichts bringen,
Im Grab wird er dafür bestraft. La ilaha illallah. Ihr stellt euch mal vor, wie viele Menschen heutzutage einfach so, ohne nachzudenken, öffentliches Recht an sich nehmen, was ihnen gar nicht zusteht. Sozialleistungen erschleichen etc., um sich zu bereichern, damit sie dann ihre Miete bezahlt bekommen und noch anderes. Ja, soll doch die Öffentlichkeit zahlen. Ist mir doch egal. Ist mir doch egal. Ist mein Recht. Ich lasse mir meine Miete bezahlen, ich kriege auch noch 400-500 Euro, Alhamdulillah, und dann gehe ich doch für 2000 Euro schwarz arbeiten. Perfektes Leben. Besser geht's doch gar nicht. Alhamdulillah, und das jeden Monat, ohne irgendwas zu machen. Und wenn ich mal keinen Bock habe zu arbeiten, habe ich trotzdem mein Geld. Wenn ich sowas höre, kriege ich Angst. Das ist öffentliches Geld, das sind öffentliche Gelder. Wer bezahlt das denn? Ich meine, also nur mal so Sozialleistungen. Wer bezahlt das denn? Das bezahlt jeder Arbeitnehmer. Jeder, der hier in diesem Land arbeitet und Steuern zahlt, muss auch Sozialabgaben machen. Wodurch dein eigenes Gehalt weniger wird, oder? Also jeder, der schon mal gearbeitet hat, der weiß, dass wenn er arbeiten geht, dann muss er was bezahlen? Hat er auf seinem sozusagen hier, wie heißt das, Gehaltsbescheinigung, steht immer so, ja, Sozialabgaben, so und so viel. Und diese Sozialabgaben, die gehen wohin? Die gehen dann an die Menschen, die es brauchen. Ich rede jetzt nicht über die, die es brauchen. Alhamdulillah, das braucht, der braucht es. Aber was ist mit denjenigen, die es nicht brauchen? Die es nur an sich reißen, um sich zu bereichern. Damit sie am Ende des Monats mehr Netto in der Tasche haben, was ihnen gar nicht zusteht. La hawla la quwwata illa billah. Das ist nur ein Schnürsenkel. Ich rede nur von einem was? Einem Schnürsenkel. Wie ist es dann mit Tausenden von Euros? Jeder muss das selbst wissen und für sich entscheiden, subhanallah. Aber ich weiß, dass es viele gibt, die das komplett auf die leichte Schulter nehmen. Aber es ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Es sind öffentliche Gelder, die von allen Menschen bezahlt werden. Das ist Haqq. Haqq am. Wonach ich am jüngsten Tag befragt werde. Wenn ich vor Allah stehe, bevor ich, nachdem ich auferstanden bin, mich überhaupt von der Stelle bewegen kann, werde ich nach vier Dingen befragt. Was sind diese vier Dinge? لن يزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Der Mensch wird sich am jüngsten Tag nicht von der Stelle bewegen können, bis er nicht über vier Dinge befragt wird. An was? An عمره فيما أفنى, was hast du aus deinem Leben gemacht? وعن شبابه فيما أبلى, wie hast du deine Jugend sozusagen verbracht, wie war sie gewesen? Und jetzt kommt es. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. Du musst Rechenschaft ablegen. Wie hast du dein Geld erworben? Woher hast du dein Geld? Du musst Rechenschaft ablegen. Du musst jeden Cent, den du erworben hast, musst du am jüngsten Tag Allah subhanahu wa ta'ala nachweisen können, wo du ihn hast. Wa fima anfaqa, und wie du ihn ausgegeben hast. Das sind nicht meine Worte. Das sind die Worte Allahs. Und jeder kann sich selbst sagen, kann jemand sagen, okay, ach doch Quatsch, das fällt nicht darunter. Das ist überhaupt gar kein Problem, ich kann das machen, ich mache mir da gar keine Sorgen. Okay, wenn du das machst, bitte. Wenn du damit kein Problem hast, Alhamdulillah. Du musst nicht vor mir Rechenschaft ablegen oder vor irgendjemand anderem. Am Ende muss jeder selbst wissen, ist das gerechtfertigt oder ist das nicht gerechtfertigt, was ich da an mich reiße. Und die Hadithe haben wir von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und jeder kann jetzt selbst damit umgehen und muss daraus das machen, was er daraus macht. Möge Allah uns bewahren, ja Rabbil Alamin. Vor Haram geht, ja Rabbil Alamin. Also, Al-Ghulul, das ich von der Kriegsbeute, das ist jetzt hier auf die Kriegsbeute bezogen, aber das ist ja wie gesagt allgemeines Geld, was der Allgemeinheit gehört, dass ich daraus etwas entnehme, was mir nicht zusteht. Und eine andere Überlieferung diesbezüglich. Und zwar, kana ala thiqa linnabi sallallahu alayhi wa sallam yur'al rajul yuqalu lahu karkara famat. Es wird sozusagen mit dem Propheten sallallahu alayhi wa sallam und bei seinem sozusagen Sachen, die er bei sich trug, war ein Mann gewesen, der hieß Karkara. Woraufhin der Prophet sagte sallallahu alayhi wa sallam, huwa fin nar. Er ist im Höllenfeuer.
فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. Und sie haben dann geguckt, warum sagt der Prophet, dass er in der Hölle ist? Und dann haben sie gesehen, er hat eine Abaya geklaut, so einen Umhang, den er einfach so sozusagen von der Kriegsbeute mit sich an sich gerissen hat, ohne dass er dazu berechtigt war. Was ich interessant finde bei dieser ganzen Sache ist, normalerweise unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ist immer barmherzig. Er urteilt nicht über jemanden, aber hier ist er knallhart. Knallhart, ganz offen. Er ist, die Leute sagen, Hani an lahu jannah, Glückwunsch, Alhamdulillah, er ist im Paradies. Und er sagt, nein, ist er nicht. Warum macht das der Prophet sowas? Er macht das, um uns zu warnen. Da gibt es nichts zu beschönigen. Es ist, was falsch ist, ist falsch. Und jemand, der sich bereichert auf Kosten der Gemeinschaft, der begeht etwas, was haram ist. Es geht einfach nicht. Und darauf muss ich als Muslim Acht geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, ya Rabbil Alameen. Dann gibt es noch andere Gründe. Und das ist jetzt ein längerer Hadith. Ich werde den ganzen Hadith jetzt nicht vortragen, weil der ist zu lang. Der ist auch in einem anderen Kontext. Es handelt sich eher um einen Traum. Aber viele Gelehrte sagen, dass es sich hierbei um Strafen im Barzach handelt. Und zwar handelt es sich um einen Hadith bei Bukhari von Samura ibn Jundub, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Sahaba nach dem Fajr-Gebet gefragt hat, hat jemand von euch heute ein Ru'ya gesehen, also ein Traumgesicht. Und eines Tages fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, machte er jeden Morgen, fast jeden Morgen, und eines Tages fragte er nach dem Fajr-Gebet, hat jemand von euch etwas gesehen? Und die sagten nein, woraufhin der Prophet sagte, aber ich habe etwas gesehen. Und zwar habe ich zwei Männer gesehen, die mich genommen haben, und die sind mit mir zu einem heiligen Ort gegangen. Und dort sah ich einen Mann und hat er jetzt erzählt sozusagen, was einigen Leuten dort geschehen ist. Und er berichtet jetzt über einen Gestrafen. Und viele Gelehrte sagen, dass dieser Ru'ya, die er gesehen hat, dieses Traumgesicht, was er gesehen hat, sich auf die Strafen im Barzach bezieht. Was hat er denn nun gesehen? Und zwar sah er einen Mann, der gesessen hat und einen Mann, der gestanden hat. Und der Mann, der gestanden hat, der hatte in der Hand eine Art Fleischerhaken. Und diesen Fleischerhaken hat er genommen und dem anderen Mann in den Mund gesteckt, sodass er auf der anderen Seite rausgekommen ist. Und das hat er mit beiden Seiten gemacht und hat ihn daraufhin sozusagen gezogen, sodass die Fleischerhaken rauskamen und es hat sich wieder dann die Wunde ist dann wieder verheilt und das Ganze ging wieder vom Neuen los. Und dann fragte der Prophet, was ist los mit diesen beiden Männern? Was macht er da? Und er sagte einfach nur, komm mit. Und dann kamen sie zu einem Mann, der lag auf seinem Rücken. Mutaji'un ala qafa. Und ein anderer Mann, der stand an seinem Kopf. Wa rajulun qa'imun ala ra'sihi bi sakhratin aw fihrin. Da stand ein Mann an seinem Kopf mit einem Stein in der Hand, einem schweren Stein. فَيَشْتَخُ بِهِ رَأْسَهُ. Und er hat daraufhin seinen Kopf zertrümmert. فَإِذَا ضَرَبَهُ تَهَدْهَدَ الْحَجَرُ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَى هَذَا حَتَّى يَلْتَئِمَ رَأْسُهُ وَعَادَ رَأْسُهُ كَمَا هُوَ فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ. Also der Stein zertrümmert seinen Kopf und daraufhin sozusagen wächst der Kopf wieder zusammen und das Ganze beginnt wieder vom Neuen. Und er fragte wieder der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer ist das? Und er sagte, komm mit, wir gehen weiter. Und dann kamen sie zu einem Trichter, einer Art Trichter. Der Trichter war aber auf den Kopf gestellt. Ihr wisst ja, wie ein Trichter aussieht. Also unten sozusagen eng und sozusagen oben weit, damit man das Wasser eingießen kann. Und dieser Trichter, er wurde erhitzt von unten mit einem Feuer. Und über diesem Feuer waren Männer und Frauen gewesen, die nackt waren. Und jedes Mal, wenn das Feuer sozusagen aufloderte, wurden sie durch diesen Trichter, diese Enge, dann hindurchgedrückt und fielen dann wieder zurück und das Ganze ging immer wieder von neu. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte, wer ist das? Und sagte, komm mit, wir gehen weiter. Und dann kamen sie an einem Fluss aus Blut. Und an diesem Fluss stand ein Mann.
Und im Fluss war ein anderer Mann, der einen Stein hatte. Woraufhin der Mann, der ich helfe أقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. Und zwar dieser Mann, der wollte dann raus, woraufhin der Mann, der am Ufer stand, immer einen Stein auf ihn warf, der in seinen Mund fiel, so dass er wieder in die Mitte des Flusses fiel. Und er versuchte jedes Mal aus dem Fluss herauszukommen und jedes Mal schmiss der Mann einen Stein auf ihn, sodass er wieder in die Mitte des Flusses dann zurückfiel. Und ich fragte, wer ist das? Und er sagte, komm, wir gehen weiter. Und dann geht es weiter und geht es also um eine andere Sache, und zwar um Ibrahim alaihi salam mit den Kindern. Das soll uns jetzt nicht weiter beschäftigen. Jetzt kommt aber die Erklärung. Was ist los mit diesen Leuten? Und zwar sagt er jetzt, dieser Mann, der diesen Fleischerhaken durch seinen Mund gezogen bekommen hat, ist ein Lügner gewesen. فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكِذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقِ. Allahu Akbar. Es handelt sich um einen Lügner. Wenn er lügt, wird seine Lüge genommen und sie verbreitet sich überall in den Horizonten. Und dementsprechend wird er mit dem bestraft, was er getan hat, mit seinem Mund, subhanallah. Er hat mit seinem Mund, mit seiner Zunge gelogen und wird dementsprechend jedes Mal mit einem Fleischerhaken durchbohrt. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. فَيُصْنَعُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Und es wird das mit ihm gemacht bis zum jüngsten Tag. Darauf schützen sich die Gelehrten, dass es was im Barzach ist. وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Möge Allah uns dafür bewahren, ja Rabbil Alamin. Und was du siehst mit dem Mann, dessen Kopf zertrümmert wurde, so handelt es sich um einen Mann, den Allah den Koran gelehrt hat. Also ein Hafiz, jemand, der kannte den Koran. فَنَامَ عَنْهُ بِالْلَّيْلِ. Aber in der Nacht schläft er, also beschäftigt sich mit dem Koran. وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ. Und handelt auch nicht nach dem Koran am Tag. Und dementsprechend wird das mit ihm bis zum jüngsten Tag gemacht. La ilaha illallah. Das ist eine Warnung an uns alle, die den Koran kennen, dass sie nicht nach dem Koran handeln. وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي الثُّقُبِ فَهُمُ الزُّنَاهِ. La ilaha illallah. Und diejenigen, die du in diesem Trichter gesehen hast, die nackt waren und immer wieder durch diesen engen Ausgang, Trichterausgang, gedrückt wurden und wieder hineinfielen dann in das Feuer, ist wer? Sind diejenigen, die Sinne gemacht haben. Sie wollten unbedingt immer eng und nackt beieinander sein, jetzt haben sie, was sie wollen. Bis zum jüngsten Tag. والذي رأيته في النهر آكل الربا. لا إله إلا الله. Und diejenigen, die du gesehen hast, die in diesem Blutsee gewesen sind, jemand, der immer wieder raus wollte, ja, aber nicht konnte, und dann immer wieder einen Stein in seinen Mund geworfen bekommen hat und wieder zurückgedrängt wurde, sind diejenigen, die nicht genug bekommen konnten vom Riba, vom Zins. Leute, die sich bereichern wollten auf dem Blut der anderen. Subhanallah. Das sind Gleichnisse. Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns Gleichnisse, eine Ru'ya. Ja? Das heißt, subhanallah, Allah zeigt uns, die Menschen, sie werden im Barzach mit dem bestraft, was sie schon in der Dunya getan haben. Und dementsprechend, wie schützen wir uns davor? Indem wir genau das Gegenteil tun. Indem wir uns vor Sinner schützen, möge Allah uns vor Sinner bewahren, ja Rabbil Alamin. Indem wir uns vor Riba schützen, uns davor in Acht nehmen, in irgendeiner Weise mit Riba, mit Zinsen etwas zu tun zu haben. Und am schlimmsten ist es natürlich diejenigen, die Zinsen nehmen. Natürlich auch jemand, der Zinsen zahlt, begeht eine Sünde. Aber jemand, der die Zinsen an sich nimmt und sich dadurch bereichert, der hat noch eine viel schlechtere Stellung bei Allah, als derjenige, der darauf angewiesen gewesen war. Dass wir versuchen, den Koran zu leben, Alhamdulillah, wir haben den Koran bekommen, wir kennen die Worte Allahs. Dass wir uns auch wirklich damit beschäftigen und versuchen, unser Leben danach auszurichten. Sowohl in der Nacht als auch im Tag.
Und natürlich das allererste, dass wir auf unsere Zunge achten, was wir sagen. Und nicht lügen, sondern immer versuchen, nach der Wahrheit zu streben. Ja, das nochmal, auch einige Sünden, welche dazu führen, dass du im Barzach, im Grab bestraft wirst. Kommen wir jetzt zum letzten Hadith, oder dem vorletzten Hadith, was dazu führt, dass du im Grab bestraft wirst. Und zwar jemand, der seine Schulden nicht zurückgezahlt hat. Jemand, der seine Schulden nicht zurückgezahlt hat. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat hier uns in vielen Überlieferungen dann auch erzählt und berichtet, dass derjenige, der seine Schulden nicht zurückgezahlt hat, dann auch dafür bestraft wird. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala sogar einem Shahid, einem Märtyrer, jede Sünde vergibt, außer die Schulden. Warum? Weil ich nämlich zu Unrecht etwas an mich genommen habe. Und hier ist nochmal wichtig. Wenn ich mir Geld leihe, was ja erlaubt ist, was man aber nur dann tun sollte, wenn man wirklich darauf angewiesen ist, dann sollte ich immer die Absicht haben, das auch wirklich pünktlich zurückzuzahlen. Wenn ich es mal nicht schaffen sollte, dann sollte ich mich bei dem Gläubiger melden. Ich sollte ihn um Entschuldigung bitten. Ich sollte ihm eine weitere Frist nennen, wann ich das zurückzahle. Aber was sehen wir heutzutage, und wir haben schon oft darüber gesprochen, die Leute schert es nicht. Und es ist so traurig, ich erlebe das immer wieder. Du leihst Leuten Geld und die melden sich nicht. Und wenn du dann sogar manchmal verlangst oder sie darauf ansprichst, werden einige sogar unverschämt und sagen, ja, warum willst du das Geld überhaupt haben? Dir geht's doch gut, warum hast du so viel im Urlaub ausgegeben oder weiß ich nicht was. Ja? Also, es ist nicht mein Problem, dass du jetzt auf dein Geld angewiesen bist. Wirklich, also ich spreche hier von Dingen, die wirklich in der Realität passieren. Also mir selbst schon passiert sind, subhanallah. Du leihst jemandem Geld und dann kommt er auch noch und du sagst dann so nach, er sagt dir, ich zahl's dir am Ende des Monats zurück. Es vergeht ein halbes Jahr und dann sprichst du ihn so höflich darauf an, sag mal, könntest du oder weißt du schon ungefähr, du bist doch höflich, du schämst dich doch dafür, weißt du ungefähr, wann du mir das Geld zurückzahlen könntest? Ja, dann hättest du doch nicht im Urlaub so viel ausgeben müssen. Dann wärst du auch nicht angewiesen auf das Geld. Allahu Akbar. Was ist mit dir los? Das ist mein Geld. Ich gebe es dir. Und dann muss ich mich doch dafür rechtfertigen, dass ich mein Geld haben möchte. Aber solche Leute gibt es. Leider. Und hiervor muss ich mich in Acht nehmen. Und deswegen, was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Man akhadha amwal an-nas yuridu ada'aha adallahu an. Wer das Geld der Menschen nimmt, um es zurückzuzahlen, die Absicht hat, es wirklich zurückzuzahlen, dem wird Allah dabei unterstützen, es zurückzuzahlen. Wir hatten, könnt ihr euch erinnern an den Hadith, den wir einmal besprochen hatten hier, vor einigen Wochen, von dem einen Mann, der sich 1000 Dinar geliehen hat und dann Allah zu seinem Zeugen gemacht hat. Und als er dann nicht zurück konnte, weil es kein Schiff gab, die 1000 Dinar in ein Brett legte und das Gut dann verpackt hat und ins Meer warf und Allah gesagt hat, ja Allah, ich habe dich zum Zeugen gemacht und dementsprechend versuche ich jetzt meine Schulden pünktlich zurückzuzahlen. Und dann natürlich, nachdem er das erste Schiff dann bekommen hat, zu ihm ging, nochmal mit 1000 Dinar zusätzlich, um ihn dann das zu bezahlen, weil er davon ausgegangen, das Geld ist so und so nicht angekommen. Aber es ist dann bei diesem Mann angekommen und er dann gesagt hat, Khalas, Allah Ta'ala hat das schon für dich entrichtet. Ja? Wer das Geld nimmt, um es zurückzuzahlen, Allah gibt ihm einen Ausweg. Aber wer es nimmt, um es einfach für sich zu behalten, gar nicht die Absicht hat, es wirklich pünktlich zurückzuzahlen. Atlafahullah, den wird Allah Ta'ala ebenfalls vernichten, genauso wie er dieses Geld vernichtet hat. Wala hawla wala quwwata illa billah. Lasst uns deswegen lernen aus diesen Hadithen, dass wir immer ehrlich sind, dass wir immer unsere Verträge halten. Und bitte heute, wirklich, ich sage das immer wieder, aber heute, macht euch nochmal Gedanken darüber. Jeder jetzt selbst, könnte es vielleicht sein, dass ich jemandem Geld schulde, und er das vielleicht schon längst vergessen hat, vielleicht gar nicht mehr danach fragt. Nach dem Unterricht jetzt direkt schreibe ich ihm eine WhatsApp und sage ihm, Achi, verzeih mir, ich werde dir das Geld, sobald ich kann, zahlen. Mach das. Warte nicht darauf. Schieb das nicht auf. Allahu a'lam, ob du hier noch lebend aus der Moschee rausgehen wirst. Wir wollen ja nicht, dass wir schon im Grab bestraft werden. Oder hawla oder quwwata illa billah. Und kommen wir jetzt inshallah ta'ala zum letzten Punkt, der dazu führt, dass man im Grab bestraft wird.
Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam folgendes: Innal mayyita yu'adhabu bi ba'd buka'i ahlihi alayhi. Oh. Der Tote wird dafür bestraft, dass ein Teil seiner Familie um ihn weint. Wie ist jetzt dieser Hadith zu verstehen? Gibt es lange Diskussionen unter den Gelehrten. Aber auf der einen Seite könnte man sagen, was kann ich dafür, wenn einige weinen? Und ist das Weinen überhaupt verboten? Was ist mit Weinen überhaupt gemeint in diesem Hadith? Erst einmal, mit Weinen ist hier nicht gemeint, das Weinen aus Barmherzigkeit und aus Trauer. Das, was etwas ganz Natürliches ist, dass wenn ein Verwandter stirbt, jemand, den ich lieb habe, dass ich Tränen vergieße. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat selbst geweint. Was ist mit Weinen gemeint in diesem Hadith? Mit Weinen in diesem Hadith ist gemeint Wehklage. Dass ich meine Unzufriedenheit gegenüber meinem Schöpfer zum Ausdruck bringe. Warum ist mir das geschehen? Aus welchem Grund? Warum gerade wir? Ja Allah, warum hast du das getan? Warum hast du ihn zu früh zu dir genommen? Das ist etwas, was der Islam klar verboten hat. Und er hat gesagt, sallallahu alaihi wa sallam, Laysa minna man shaqqal juyub. ليس من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. Was heißt das? Jemand, der sich, wenn jemand stirbt, die Kleidung zerreißt, was kennt ihr bestimmt auch in manchen Ländern, das ist immer noch üblich heutzutage. Ich habe das sogar selbst gesehen in Ägypten, dass die haben sogar manche Frauen beauftragt damit, extra dann sich auf den Boden zu schmeißen und Sand vom Boden zu nehmen, sich auf den Kopf zu werfen und oder laut zu weinen. Es gibt extra Frauen, die damit beauftragt werden, subhanallah. Denen gibt man Geld, damit sie so laut weinen. Und auf jeden Fall, jemand, der sich die Kleidung zerreißt aufgrund der Trauer und sich auf die Wange schlägt, und Sachen sagt, die man in der Jahiliyyah-Zeit gesagt hat, womit man seine Unzufriedenheit gegenüber der Bestimmung Allahs zum Ausdruck bringt, der gehört nicht zu uns. Und das ist mit diesem Hadith gemeint. Und einige Gelehrte haben das so interpretiert, dass sie gesagt haben, wenn der Tote möchte, dass man das nach seinem Tod macht und das auch erwartet hat, wird er dafür in seinem Grab bestraft. Das ist eine Interpretation. Eine andere Interpretation ist, und die geht auf Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, soweit ich mich entsinnen kann, zurück. Und zwar, dass damit gemeint ist, dass der Tote, wenn er hört, wie seine Familie trauert und weint, dass es ihm wehtut, weil er das nämlich mitbekommt. Das ist auch nochmal ein Punkt, ich weiß nicht, ob wir das noch heute schaffen werden, oder ob wir darüber sprechen werden, inshallah ta'ala. Und zwar, dass der Tote mitbekommt, was um ihn herum geschieht. Und wenn er dann sieht, wie seine Familie trauert, und wie sie laut weinen, dass es dann eine Qual für ihn ist. Nicht im Sinne, er wird bestraft, sondern es ist für ihn eine Qual. Wahrscheinlich stimmt beides. Jemand, der unbedingt wollte, dass man so etwas tut, was der Islam verboten hat, der wird bestraft. Und jemand anderes, der dann mitbekommt, wie seine Familie trauert und weint, der quält sich, weil er nämlich mitbekommt, wie sehr seine Familie leidet. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß es am besten. Ja? Das sind die Dinge, welche dazu führen, dass du im Grab bestraft wirst. Was können wir jetzt tun, ganz konkret, damit wir vor der Strafe im Grab beschützt sind? Einmal das, was wir die ganze Zeit erwähnt haben. Und zwar genau das Gegenteil von den Sünden, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesen Hadithen erwähnt hat. Wenn ich das Gegenteil davon tue und mich versuche davor zu schützen, dann bin ich automatisch auch geschützt vor Adab al-Qabr. Das ist das eine. Aber ich kann auch bestimmte Dinge machen, die mir dabei helfen werden, vor der Strafe im Grab geschützt zu sein. Und das allererste ist, dass ich immer wieder Zuflucht suche bei Allah subhanahu wa ta'ala vor der Strafe im Grab. Und wir haben etliche Hadithe von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch Zuflucht sucht vor der Strafe im Grab. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat das ganz klar von uns verlangt. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte: "Istajiru billahi min adhab al-qabr, fa inna adhab al-qabr haqq." Sucht Zuflucht bei Allah vor der Strafe im Grab, weil die Strafe im Grab die Wahrheit ist. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Ist'izu billahi min 'adhabil qabri
استعيذ بالله من جهنم استعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال استعيذ بالله من فتنة المحيا والممات. Die vier Dinge, die ich auch immer in meinem Gebet dann aufsage am Ende des Tashahhuds. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Diese vier Dinge. Ich suche Zuflucht bei Allah vor Jahannam, vor der Strafe im Grab, vor der Versuchung des Diesseits und des Jenseits und vor der Versuchung des Al-Masih al-Dajjal. Das solltet ihr auswendig lernen. Also wer das nicht auswendig kann, sollte das auswendig lernen. Nehmt euch das vor heute. Schreibt euch das auf. Ja? Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min fitnati al-masih al-Dajjal. Wann sage ich das immer? Immer am Ende des Tashahhud. Nachdem ich Salawat auf den Propheten gesprochen habe, sallallahu alaihi wa sallam, Salat al-Ibrahimiyya, ja, sage ich dann dieses Dua auf und suche Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor diesen vier Dingen. Ja, ganz, ganz wichtig. Vielleicht kann das jemand in irgendeiner Gruppe mal reinschreiben. Vielleicht, ich weiß nicht, Adam, kann das mal jemand raussuchen, inshallah, für diejenigen, die das jetzt nicht kennen. Ich denke mal, die meisten kennen das, aber vielleicht gibt es ja einige Geschwister, die das nicht kennen. Dann kann man denen, inshallah, das dann auch aufschreiben, sodass sie das auswendig lernen können und dann immer in ihrem Gebet aufsagen können. Was kann mich noch schützen vor dem Adab al-Qabr? Und zwar der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat jetzt uns aufgezeigt, dass einige Menschen ausgenommen sein werden von dem Adab al-Qabr. Wer gehört dazu? Und zwar einmal der Shahid, ein Märtyrer auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und mit einem Shahid ist wirklich jemand gemeint, der auf dem Wege Allahs kämpft. Und es wird überliefert von Al-Miqdam ibn Ma'di Yakrub, und zwar, dass er gesagt hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ. Der Shahid hat bei Allah Ta'ala sechs Eigenschaften. يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دُفْعَةٍ. Es wird ihm gleich von Anfang an vergeben. وَيَرَى مَقْعَدَهُ فِي الْجَنَّةِ. Und er sieht seinen Platz im Paradies. وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. Und er wird bewahrt vor der Strafe des Grabes. وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ. Und er wird geschützt sein vor der großen Angst, die größte Angst am jüngsten Tag. Allah wird ihn am jüngsten Tag dann schützen. وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. Und er wird auf seinen Kopf die Krone des Al-Waqar, Waqar ist so wie Ehrwürde, ja, dann aufgesetzt bekommen. Und eine Jakute, also ein Smaragd oder ein Juwel auf dieser Krone, ist besser als die Dunya und was in ihr ist. Und er bekommt 72 Frauen von den Hurin'in oder Ehefrauen von den Hurin'in. Und er kann für 70 seiner Verwandten Schafa'a machen, für Sprache sprechen. Allahu Akbar. Ja, das, was uns jetzt betrifft, ist was? Allah subhanahu wa ta'ala, er wird ihn bewahren vor dem Azab al-Qabr. Und dann in einer anderen Überlieferung, die ebenfalls noch authentisch eingestuft wird, und zwar bei An-Nasa'i von Rashid ibn Sa'd, an Rajuli min Ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, von einem Mann von den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass ein Mann sagte, Ya Rasulallah, ma balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa shahid. Was ist, woran liegt das, dass die Gläubigen alle im Grab zur Rechenschaft oder hier geprüft werden durch diese drei Fragen, außer wer? Außer ein Shahid. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً. Allahu Akbar. Der Bariqat al-Suyuf, wie soll ich das übersetzen? Also der, also die Funken, ja, und die durch die Schwerter über seinem Kopf dann beim Aufeinanderprallen der Schwerter entstehen, dass sozusagen über seinem Kopf gekämpft wird und er jedes Mal in jedem Kampf sein Leben verlieren könnte, reicht ihm aus als Prüfung. Reicht ihm aus als Prüfung und dementsprechend wird er nicht nochmal ein weiteres Mal geprüft. Ebenfalls jemand, der Ribat auf dem Wege Allahs macht. Was ist Ribat? Was heißt Murabit? Was ist ein Murabit?
dem Wege aus. Verpflichtet. Ja, verpflichtet, ja. Grenze bewacht. Ja, also ein Murabit ist jemand, der sich, also beides ist richtig, der sich sozusagen verpflichtet hat, freiwillig eine der Grenzen Allahs zu, eine der Grenzübergänge zu bewachen. Ein Murabit ist zum Beispiel jemand, der das Lager in der Nacht einer Armee freiwillig bewacht und wach bleibt, auf seinen Schlaf verzichtet. Das ist ein was? Das ist ein Murabit. Und ein Murabit ist also jeder, der bereit ist, auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala etwas zu tun. Das gibt uns ein bisschen Hoffnung. Das heißt, selbst wenn wir nicht als Shahid sterben, dann haben wir zumindest die Möglichkeit, durch unsere Aufopferungsbereitschaft, indem wir auf unseren Schlaf verzichten oder etwas tun auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir vielleicht trotzdem diese Stufe erreichen. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, kullu mayyitin yuhtamu ala amalihi illa alladhi mata murabitan fi sabilillah. Allahu Akbar. Fa innahu yunammi lahu amalahu yawm al-qiyamati wa ya'manu fitnat al-qabr. Jeder, der stirbt, dessen Taten werden abgeschlossen mit seinem Tod. Außer jemand, der Ribat gemacht hat auf dem Wege Allahs. Der Prophet sagt, seine Taten werden am jüngsten Tag noch weiter wachsen. Subhanallah. Yunammi, also Allah wird dafür sorgen, dass sie weiter wachsen, die Taten. Und er wird beschützt werden vor der Strafe im Grab. Vor der Prüfung im Grab. Also, eine Möglichkeit, die wir heute auch praktizieren können. Natürlich, wir befinden uns alhamdulillah nicht in einem Kriegsgebiet. Aber Ribat auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala ist auch, dass ich bereit bin, etwas für meine Gemeinschaft zu tun. Dass ich bereit bin, mich für meine Moschee einzusetzen. Dass ich bereit bin, auf Schlaf, auf Freizeit zu verzichten auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ich das mit der Absicht mache, Ribat auf dem Wege Allah zu tun, dann kann ich auch insha'Allah ta'ala diese Stufe erreichen. Ebenfalls, und das ist etwas, was nicht in unserer Hand liegt, aber das ist natürlich eine Hoffnung für jemanden, der solch einen Tod hat. الَّذِي يَمُوتُ يَوْمُ الْجُمُعَ. Jemand, der am Freitag stirbt. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ. Es gibt keinen Muslim, der am Freitag stirbt, außer dass Allah ta'ala ihn vor der Strafe des Grabes schützt. Subhanallah. Ebenfalls, الَّذِي يَمُوتُ بِدَاءِ الْبَطْنِ. Jemand, der durch eine Bauchkrankheit stirbt. Und zwar wird hier auch überliefert, dass jemand, der durch eine Bauchkrankheit stirbt, ja, dann am jüngsten Tag oder dann nach seinem Tod vor der Strafe geschützt wird. Und hier haben wir dann auch einen schönen Hadith, wo ein Mann gestorben ist aufgrund einer Bauchkrankheit. Und zwei Männer wollten unbedingt an seiner Janase teilnehmen, woraufhin der eine zum anderen sagte, hat nicht der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, man yaqtuluhu batnuhu falan yu'adhaba fi qabrihi. Derjenige, der durch seinen Magen getötet wird, der wird doch geschützt vor der Strafe im Grab. Woraufhin dann der andere sagte, Bella, du hast recht. Und dementsprechend brauchen wir nicht traurig sein, dass wir an seiner Janase nicht teilgenommen haben. Das heißt, jemand, der durch eine Bauchkrankheit stirbt, eine Frau, die schwanger war und dann während der Schwangerschaft gestorben ist, ja, Allah subhanahu wa ta'ala, er wird sie schützen vor der Strafe im Grab. Und das Schöne ist, solch eine Person gilt auch noch als was? Als Shahid bei Allah subhanahu wa ta'ala, als Märtyrer, weil der Prophet gesagt hat, es gibt fünf Menschen, welche Märtyrer bei Allah sind. Welche fünf Menschen sind das? Ich glaube, letzte Woche hatten wir die erwähnt gehabt. Welche fünf Menschen sind das? Wer ist ein Märtyrer bei Allah? Jemand, ja, in der Überlieferung jetzt nicht, aber auch das ist eine andere Überlieferung, jemand, der verbrannt ist, ja. In dieser Überlieferung spricht aber der Prophet von fünf ganz konkreten Sachen. Einmal ertrunken, al-Ghariq. Wer noch? Ja? Das hat er schon gesagt gerade, aber das ist nicht in dem Hadith, in einer anderen Riwaya, ja. Auf dem Kriegsfeld, ist klar. Der ist so und so, aber den zählt der Prophet auch auf in diesem Hadith, ja. Sahibul Hadmi,
wenn ich in einem zusammengestürzten Gebäude zum Beispiel, also wie in einem Erdbebengebiet, sterben sollte, dann ebenfalls, also in Trümmern sterbe. Was noch? Wir haben noch zwei weitere. Ja, könnte man vielleicht. Das ist eigentlich das, was wir schon gerade gesagt haben. Eine innere Krankheit, also ein Maptun, also jemand, der durch eine Bauchkrankheit stirbt. Und was, das letzte? Ein Maptun. Jemand, der erstochen wird. Also wir sollten jetzt nicht hoffen, dass wir so sterben, aber Alhamdulillah, wenn jemand so stirbt, dann ist das schon mal ein Trost für seine Familie, inshallah, dass sie wissen, dass er als Shahid gestorben ist, inshallah. Bei Allah, natürlich, unter bestimmten Voraussetzungen. Aber es ist immer eine Hoffnung, ob Allah ihn als Shahid akzeptiert, ist eine andere Frage. Zählt erschossen auch? Ja, natürlich, Mat'un ist ja auch erschossen, fällt auch darunter. Na, inshallah. Tamam. Das sind inshallah ta'ala zu den Dingen, welche uns schützen können. Ich glaube, den Rest, den schaffen wir heute nicht mehr. Also das machen wir dann nächste Woche bei Iznillah Azza wa Jalla. Und zwar wichtige Fragen, wie können die Toten dich hören oder nicht? Kann man mit, sozusagen, wenn du mit ihnen redest? Das sind dann Fragen, die wir dann nächste Woche inshallah besprechen werden. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر